Mehr Güter sollen auf die Schiene. Schont das Klima und die Nerven im Straßenverkehr. Doch was die Deutsche Bahn bietet, ist schlecht. Ich hoffe mal, dass meine Lok läuft. Das ist eigentlich das Einzige. Die Bahnfrachtkunden werden vergrault. Leider müssen wir feststellen, dass in den letzten 10, 20 Jahren der LKW gegenüber der Bahn im Güterverkehr sehr oftmals gewonnen hat. Schlecht für die Verkehrswende beim Gütertransport. Im Sörewald bei Kassel. Die Bäume wurden von Sturm und Borkenkäfer zerstört, mussten gefällt werden. Sven Fromm von Holztransporte Bohn aus Schwalmtal soll sie zur Eisenbahn schaffen. Deren Ziel ist das 300 Kilometer entfernte Arneburg bei Stendal in Sachsen-Anhalt. Fromms Auftraggeber ist Jürgen Kühler, Transportchef von Mercer Holz. Die Firma gehört zu einem amerikanischen Konzern, der Holz zu Zellulose verarbeitet. Grundstoff für Taschentücher und Toilettenpapier. Also schaffen wir das heute mit unseren 8 LKWs, den Zug so halb voll zu bekommen. Und dann können wir um 20 Uhr abfahren. Dann genau. Passt das auch mit dem Fahrplan, dann sind wir rechtzeitig mit dem Füller noch im Werk, sodass der immer im Füller wieder entladen werden kann. Ja. Prima, hervorragend. Dass wir das in dem Zeitfenster, was uns die Bahn vorgibt, ja auch schaffen. Danach planen wir unseren ganzen Tag, gucke Entfernung vom Wald zum Bahnhof im Umkreis von ja, im Schnitt bis zu 60 Kilometer um den Bahnhof, sammeln wir das Holz zusammen und setzen es dann auf die Waggons. Den Laster zu beladen dauert mindestens eine Stunde. Danach zum Güterbahnhof Kassel-Bettenhausen. Um einen Zug zu füllen, sind 8 Lastwagen 2 Tage im Einsatz. Ein Zug, wenn er komplett ist mit allen Wagen, sind etwa 60 LKWs. Also das ist die Menge, die auf so einem Zug transportiert wird. Das heißt, die Kapazität der LKWs ist deutlich höher, um die Züge zu verladen, als wenn man sie auf der langen Strecke bis nach Stendal schicken würde. Ist auch günstiger wahrscheinlich. Ist auch deutlich günstiger, weil die Bahn an der Stelle auf diese große Entfernung günstiger ist als der LKW. Bevor es losgeht, Ladung sichern. Dann muss ich die Ladung noch von den losen Teilen befreien. Weil wenn ich so auf die Straße fahre und der Pkw-Fahrer, der hinter mir fährt, freut sich. Und unsere Versicherung auch. Und deshalb wird das noch gereinigt, die Ladung. Und dann fahren wir los Richtung Bahnhof. Güterbahnhof Kassel-Bettenhausen. Die 8 Laster von Holztransporte Bohn laden pausenlos auf die gelben Waggons um. Es regnet, es ist nass, es ist dreckig, es ist glitschig. Die Ladestraße hat ihre besten Zeiten lange hinter sich. Wenn Sie sich jetzt hier umschauen, ist das so eine typische DB-Beladestelle, wie wir sie überall in der Bundesrepublik vorfinden. Wir mieten die für jede Zugbeladung an und zahlen wir zu der Miete noch zusätzlich 30 Euro Reinigungskosten pro Wagen. Und gereinigt wurde hier aber schon seit langem nicht mehr. Und die Unfallgefahr für die Lkw-Fahrer, die hier unterwegs sind, ist natürlich dementsprechend sehr hoch. Das Beladen eines Zuges dauert ganze 2 Tage. Es ginge auch schneller. Doch der Güterbahnhof ist zu kurz für die heute üblichen langen Züge. Der Zug ist jetzt hier, die Ladestraße ist nicht groß genug. Das heißt, wir haben einen Teil der Wagen dann beladen. Dann müssen diese abgezogen werden, sprich in ein anderes Gleis geparkt werden. Die restlichen Leerwagen müssen wieder in die Ladestraße gestellt werden. Solange kann nicht beladen werden. Das dauert etwa 1 bis 1,5 Stunden, bis umrangiert ist. Und dann geht die Beladung weiter. Aber das ist verlorene Zeit, weil die Gleislänge einfach nicht ausreichend ist. Am Abend ist der Zug beladen. Dann geht's ins Werk. Über Nacht, da ist der Güterzug dem Personenverkehr nicht im Weg und hat freie Fahrt.
5 bis 6 Züge pro Woche fahren hessisches Holz ins Mörserwerk nach Arneburg bei Stendal. 10 Stunden wird die Fahrt dauern. Ein Lastwagen würde die Strecke in weniger als 4 Stunden schaffen. Und das ohne umzuladen. Wäre es dann nicht einfacher, mit dem LKW durchzufahren? Das wäre im Prinzip, ist es einfacher für alle Beteiligten. Allerdings ist es deutlich teurer und es ist natürlich auch, wenn man vom Umweltschutzgedanken her und CO2-Minderung, ist das natürlich die bessere Variante. Allerdings eine mit Hindernissen, wie wir noch sehen werden. Im Cargo Operations Center der Deutschen Bahn in Frankfurt wird der Holzzug von Kassel nach Stendal gelenkt. Netzwerkkoordinatoren leiten Güterzüge quer durch Europa. Der eine macht Holz, die andere Kohle, der dritte Baustoffe. Wir bekommen Einblick hinter sonst verschlossene Türen, erleben stetes Ringen mit den Problemen des Bahnfrachtalltags. Hi Dick, Christoph, Frankfurt hier, servus. Ja, und heute in Frankfurt, grüß dich. 60.632 von Fallersleben. Ich habe mal mit dem Nahbereich gesprochen. 185. Warte mal, hier steht von Ziege Weigel. Ja, nehmen wir die? Super. Nee, gut, dann probiere ich bitte. Schönen Tag euch. 45.986, da steht er noch in Oberhausen. Wir würden ihn gegen 14 Uhr auf die Spur schicken. Ach so. Yes, hello, Jamie. This is Andreas speaking from OC Frankfurt. Wie lange dauert das so circa? Ja, also eine Woche. Ja, gut. Ja, das hat die Nachschicht gemacht. Ich weiß nicht, mit wem der telefoniert hat. Es hakt an allen Ecken und Enden. Dazu später mehr. Mörser in Arneburg. Hier wird Holz zu Zellulose verarbeitet. Holz und Zellulose sind groß und schwer und damit die perfekte Ladung für Güterzüge. Das Werk ist Ziel des Holzzuges aus Kassel. Doch bis der ankommen darf, hakt es vielerorts. Mal hat die Deutsche Bahn ihre Strecke elektrifiziert, mal nicht. Heißt, viermal Lokwechsel. Von Diesel auf Elektro und zurück und wieder und nochmal. Dauert jedes Mal eine Stunde. Transportchef Köhler von Mörserholz hat einen privaten Konkurrenten der Deutschen Bahn engagiert. Hallo, hallo. Hier danke. Der Kaffee. Dankeschön. Ja. Ich wünsche allzeit gut Fahrt. Danke. Bis dann. Jürgen Köhler wünscht sich, dass die Bahn mehr Oberleitungen baut. 40% des deutschen Schienennetzes sind nicht elektrifiziert, vor allem jenseits der Städte. Da sind die Züge von Mörser meistens unterwegs. Die Umlaufzeiten würden sich deutlich verkürzen. Und bei 2000 Züge im Jahr mal 4 Stunden ist das eine sehr hohe Zahl an Stunden und natürlich auch an Geld, was das bedeutet am Ende. Und das wäre ein wesentlicher Vorteil. Auch die Strecke, wir sehen, wir blockieren hier 2 Gleise auf der Hauptstrecke zwischen Stendal und Schwerin. Auch die Deutsche Bahn hat Interesse daran, das zu elektrifizieren, weil dann unsere Züge direkt in das Anschlussgleis, sprich in das Nebengleis, hineinfahren könnten. Und wir würden sehr schnell mit unseren Zügen von der Strecke verschwinden. Auf einigen Hauptstrecken, ICE-Strecken, die Schnellfahrstrecken sind elektrifiziert worden. Aber auf den Nebenstrecken ist weiter nichts passiert in den letzten 10, 20 Jahren. Und das sind die, die Sie nutzen? Und das sind die, die wir nutzen, denn der Wald wächst in ländlichen Regionen, auf den Bergkuppen, in den Höhenlagen. Und dort gibt es sehr selten und sehr wenig elektrifizierte Strecken. Wir sind noch unterwegs. Ich melde mich noch mal bei dir, wenn ich soweit bin. Ja, alles klar. Danke. Bis dann. Achim Rust ist Lokführer beim Bahnkonkurrenten SETG. Der fährt auf den Schienen der staatlichen Deutschen Bahn und zahlt dafür. Rust rollt nur noch langsam, muss auf die Einfahrterlaubnis für seinen Endbahnhof warten. Die Holzlaster fahren derweil ohne Unterbrechung direkt ins Werk. Ja, 59,83, so wir sind dann 1000 Meter vor der Einfahrt. Fahr mal bis zur Rathafel, dann sehe ich mich gleich. Alles klar, bis zur Rathafel, danke. Ja. Der letzte Bahnhof vor dem Mörserwerk. Noch einmal umspannen.
Dann kommt das Holz aus Kassel an, nach 10 Stunden Fahrt. In Arneburg mangelt es nur an Oberleitungen. Andernorts fehlen ganze Strecken. Die Deutsche Bahn hat ihre Schienennetze verrotten lassen. 6.100 Kilometer sogar ganz stillgelegt. Und 9.300 Gleisanschlüsse von Unternehmen. Das zwingt Güter auf die Straße. Wolfgang Beck, Geschäftsführer von Mercer Holz, lässt nur die Hälfte des Holzes per Zug in seine Werke transportieren. Wir sind auf eine sehr gute Infrastruktur angewiesen, die vor allen Dingen in die Peripherie reingeht. Und da hat eben das Schienennetz in Deutschland sehr gelitten in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, man hat sich vor allen Dingen aus wirtschaftlichem Druck und Kostendruck immer wieder dafür entschieden, Gleisinfrastruktur stillzulegen, Bahnhöfe stillzulegen. Und das sind genau die Strukturen, die wir brauchen, um unser Geschäft in der Bahnlogistik durchzuführen. Die Deutsche Bahn macht es Mercer schwer. Ihr Fuhrpark ist veraltet, reparaturanfällig, oft unbrauchbar. Mercer hat deswegen diese gelben Waggons konstruieren lassen, leistungsfähiger und leiser. Das Waggonmaterial ist hocheffizient. Wenn man das mit dem vergleicht, das wir vor 10 Jahren benutzt haben, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass auf der gleichen Zuglänge das Doppelte an Holz transportiert wird. Das macht natürlich einen wesentlichen Unterschied, was am Ende die Transportkosten pro Einheit angeht. Fast alle Aufträge gehen an Konkurrenten der Deutschen Bahn. Wenn ich ein Angebot abfrage, dann habe ich innerhalb von 2 Tagen von einem privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen das Angebot und den Preis. Und bei der Deutschen Bahn dauert es 2 bis 3 Wochen. Und in der Zeit kann ein Geschäft schon längst getätigt sein oder ein anderer ist gefahren. Die Bedingungen für Bahnfracht könnten noch schlechter werden. Die Bundesregierung will mehr Güter- und Personenverkehr. Doch beide nutzen dieselben Schienen. Personenzüge gehen regelmäßig vor. Güterzüge müssen warten. Doch auch da herrscht Mangel. Es fehlen Ausweichgleise. Wir haben den Eindruck, dass der Güterverkehr die 2. Relevanz hat, dass der Personenverkehr die 1. Relevanz hat. Gerade in sehr vielen peripheren Strecken können wir feststellen, dass der Güterverkehr immer hinten ansteht. Einfach mehr Züge auf die Strecke zu bringen, würde wohl im Personenverkehr gehen. Ein verdichteter Takt könnte man sicherlich einrichten. Die Frage ist, wie viele freie Trassen, die heute auf bestimmten Strecken schon nicht mehr zur Verfügung stehen, dann noch für den Güterverkehr übrig bleiben würden. Wolfgang Beck und sein Transportteam kalkulieren immer wieder, ob sich der Aufwand noch lohnt, Holz mit dem Zug zu transportieren. Zeit, Arbeit und Nerven. Im Cargo Operation Center in Frankfurt versuchen die Netzwerkkoordinatoren rund um die Uhr, den Verdruss von Frachtkunden wie Mercer zu mindern. Seit Jahren verliert DB Cargo Marktanteile an die Konkurrenz. Christoph Petersen und seine Kollegen sind jeweils für 30 Züge verantwortlich. Einen Tag ohne Probleme hat er noch nicht erlebt. Weichenstörung, Personenunfall, Lokschaden oder kurzfristige Krankmeldung, ne? Dann hast du auch mal deine 15 Züge bis 20 am Tag, ne? 15 bis 20 Züge, die nicht ankommen, verspätet sind, zum Leidwesen der Kunden. Ja. Wie lange dauert das so circa? Gut, dann kümmern wir uns um Lokführer. Alles klar. Heute ist es ruhig. Nur ein Zug erfordert Petersens Aufmerksamkeit. Im Hafen Amsterdam soll Kohle geladen werden. Dafür ist ein fester Zeitraum reserviert. Doch es steckt der Wurm drin. Da ist ein Datenfehler gewesen heute Nacht. Und deswegen konnte ein Zug nicht über die holländische Grenze. Und das Problem wurde jetzt gelöst. Aber der Lokführer hatte natürlich Feierabend gehabt. So, und jetzt muss man natürlich gucken, neues Personal finden, den ans Ziel bringen. Aber es bringt ja nicht, wie einen Leerzug nach Amsterdam zu fahren und das Ladefenster ist vorbei. Wenn man die Masse an Tonnage halt laden muss, das dauert diverse Stunden. Aber wenn er halt zu spät da ist, dann sagen die auch so, zu spät angekommen, Mara kann nicht mehr beladen werden, weil die nächsten Kunden warten ja schon wieder. Einen Ersatzlokführer hat Petersen gefunden. Doch bis der am Zug wäre, dauert es zu lang. Reicht das für das Ladefenster noch? Nee, das ist mich richtig bescheiden. Danke dir, ciao. Kann halt auch nichts herzaubern jetzt gerade, ne? Es gibt
gewisse Züge, da ist das schon ein richtiger Krampf. Da geht man abends nach Hause und denkt so, ja, geil, hat man echt was geschafft. Es gibt natürlich jeder Zug, der steht, ist doof. Man versucht, alles so schnell wie möglich weiterfahren zu können. Ne? Sein Problemzug steht auf unbestimmte Zeit. Der Kunde hat noch genug Reservekohle. Ist jetzt nicht so, dass der Hochofen jetzt ausgehen würde oder so. Ne? Nein, das wissen wir schon. Und falls da solche Probleme wären, dann könnten wir zur Not auch andere Mittel, wichtige Züge ans Ziel zu bringen. Aber aktuell ist das so, wo man sagt, okay, doof gelaufen, aber ist jetzt nicht industrieschädigend. Der Kunde würde sich schon freuen, wenn er seine Kohle wie gewünscht bekäme. Rangierbahnhof Mannheim. Hier wird der Einzelwagenverkehr betrieben. Viele Kunden brauchen keinen ganzen Zug, sondern haben nur Fracht für einzelne Waggons. In Mannheim werden sie zu Zügen zu verschiedenen Zielorten zusammengestellt. Die Einzelwagen werden den Ablaufhügel heruntergerollt. Weichen lenken sie aufs richtige Gleis. Die werden ferngesteuert gestellt. Ansonsten ist hier, wie zur Kaiserzeit, viel Handarbeit nötig. Zuerst entkoppelt Rangierer Patrick Kanzior die Waggons der eingelaufenen Züge. Müssen Sie das machen? Ungefähr 10 Mal. Das dauert dann ungefähr pro Kuppelstelle 2,5 Minuten. Wie anstrengend ist das? Es geht nach dem dritten Zug in den Rücken, aber man gewöhnt sich dran. Wie lange sind Sie mit einem Zug dann beschäftigt, um alles abzukommen? Je nachdem, wie lang der Zug ist, ungefähr 30 bis 40 Minuten. Nächster Schritt. Lokrangierführerin Manuela Aplas macht sich bereit, die entkoppelten Waggons aufs richtige Gleis zu schieben. Seit 11 Jahren ist sie im Dienst an der Fracht. Dann werden die Wagen einzeln über den Berg geschubst und gehen dann in Richtung der eine nach Saarbrücken, der andere nach Frankreich, der eine vielleicht nach Basel, damit das Mehl oder die Backpulver oder Kakao oder Autos dorthin kommen. Ja, das mache ich schon mit Herzblut her. Ich liebe das schon. Das Gebäude ist unser Stellwerk und da ist der Bergmeister drin. Mein erster Vorgesetzter, mein Auftraggeber. Von denen kriege ich die Aufträge, was ich alles machen muss. Ihr Auftraggeber im Stellwerk ist Bergmeister Oktay Bektasch. Er stellt die Weichen und sagt Manuela Aplas, welche Waggons sie in welches Gleis schieben muss. Bergmeister E. Für die Emil 1. Ja, Emil 1. Dann kommen bitte von 413 nach 411 zum Hängen drücken. Bergmeister E 704 fahrbereit. Hängen drücken. Das bedeutet für mich, dass ich den Zug so drücke, dass der Kuppler, der Rangierer ran kann und die Wagen einzeln einhängen kann und Luft nehmen kann. Pro Tag stellen Oktay Bektasch und seine Kollegen im Durchschnitt 120 Züge zusammen. Priorität. Ja. Müssen wir gleich, ich gebe dann gleich eh noch Bescheid, dass da ein Zug da dran geht. Aber wobei, ich glaube, da ist schon einer. Ja, da ist schon einer bei. Dann ist alles gedrückt. Tagsüber gibt es immer wieder Wartezeiten, bis die Züge los dürfen. Personenverkehr geht vor Güterverkehr. Es ist natürlich so, dass Früh- und Spätschicht die S-Bahn und die ICEs die Vorfahrt haben. Aber nachts, wenn mal alles leer ist, dann legen wir los. Also dann ist hier. Also nachts ist hier eigentlich der Tag. Eigentlich mache ich das gern. Muss ich echt zugeben. Aber da habe ich noch keine Pause gemacht, oder? Ich mache das gern. Ich bin die Macht.
über meine Maschine. Die Maschinen und Waggons sind in die Jahre gekommen. Dass die Bahn ihre Güterflotte modernisiert, sieht man nicht. Ich hoffe mal, dass meine Lok läuft. Das ist eigentlich das Einzige. Ja, und zwischen 50 und 55 Jahre sind die alle Loks. Ja. Bei der Bahn ist eigentlich, man sagt immer, Rost ist gut. Wenn was glänzt, dann ist was faul bei der Bahn. Dann muss man lieber nachschauen. Die alte Technik muss bleiben. Das Personal geht en masse in Ruhestand. Personal brauchen wir extrem, weil das ist aber, ich glaube, wie in jedem Betrieb, dass jetzt viele in Rente gegangen sind und da fehlt einfach das junge Personal, das fehlt. Ja. Das helle Klöng zeigt dem Fachmann, dieses Fahrgestell ist intakt. Wagenmeister Jens Pankonin kontrolliert jeden Waggon des neu gebildeten Zuges. Handarbeit. Nur der Bremsencheck läuft mittlerweile automatisch, per Funksignal. Das spart eine halbe Stunde Arbeit. Die Kontrolle dauert trotzdem lang genug. Also ich sag mal, jetzt für den werde ich ca. 100 Minuten brauchen. Jens Pankonin entdeckt regelmäßig Defekte. Sind sie so schlimm, dass ein Waggon ausgetauscht werden muss, kann das Stundenverzögerung bedeuten. Erstmal ist da der Bügel beschädigt. Sind sie mal hingefahren. Und an der Schraubenkupplung fehlt ein Teil. Das bedeutet das? Kann der so nicht weiterfahren? Doch, der kann fahren, aber ich muss ihn halt behandeln, dass der nach der Entladung der Werkstatt zugeführt wird. Wie oft für Zug haben Sie sowas? Boah, manchmal gar nicht, manchmal dreimal. Also da steckt man nicht drin. Ja. Losgehen kann es nur, wenn der Zug keine sicherheitsrelevanten Mängel hat. Es einen Lokführer gibt, die Strecke nicht von Personenzügen blockiert wird, Oberleitungen, Weichen und Stellwerke funktionieren. Das macht es schwer, pünktlich zu sein. Das ist von Tag zu Tag unterschiedlich, ja? Was für Situationen im Umfeld sind. Ja? Kommen die Eingangszüge pünktlich an oder sind die verspätet, weil Sturm war oder irgendwas anderes war, dann ist alles andere, der Rattenschwanz nimmt dann kein Ende. Also sag mal jetzt, ich denke von aus unserer Warte aus, denke ich, haben wir schon 80%, dass wir die pünktlich fertig haben. Wann sie da abfahren, ist schon wieder, da stecken wir da nicht drin. Ne? So wie jetzt. Zwar ist Jens Pankonin mit seinem Kontrollgang im Zeitplan. Der Zug soll heute noch nach Frankreich fahren. Doch da wird gestreikt. Abfahrt ungewiss. Dann ist der untersucht. Und gut von mir aus und kann dann seinen Weg Richtung Frankreich antreten, wenn er heute los darf, was man da nicht weiß wegen dem Streik in Frankreich. Wenn die Franzosen jetzt die Züge nicht abnehmen und fahren ja immer weitere Züge nach Frankreich, und irgendwann staut sich zurück, klar. Ja. Dann ist das hier blockiert wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Wenn jetzt der Verantwortliche sagt, oh, wir nehmen den Zug nicht an, und dann steht er halt hier, von mir aus ja auch bis übermorgen, so lange bis wieder halt Platz ist. Und dann haben wir die 2 Tage Verspätung. Ja, aber das dann hat er nichts mit uns zu tun. Den Frachtkunden ist egal, wer für Verspätungen verantwortlich ist. Sie wollen nicht unbestimmte Zeit auf ihre Waren warten. Lahm, unzuverlässig, rostig. Es läuft nicht rund im Frachtgeschäft. DB Cargo ist tief in den Miesen. Jährlich steigen die Verluste. Regelmäßig wird das Management gefeuert. Seit Anfang 2019 gibt es im Cargo Operations Center in Frankfurt ein Performance Board. Das soll helfen im Kampf gegen allgegenwärtige Widrigkeiten. 2x pro Woche checkt Oberkoordinator Andreas Ludwig mit seinem Team,
ob vorgegebene Ziele erreicht wurden. Einen schönen guten Morgen nochmal zu unserem Donnerstagsport. Wie gewohnt erstmal ein Blick auf die KPIs der Woche und dann gehen wir mal in die Tageslage rein. Letzten Tage waren nicht so erfreulich, was unsere Ankunftspünktlichkeit angeht. Knapp unter unserem Zielwert. Dennoch im Jahr mit 73,8% noch deutlich drüber. Herzlichen Dank nochmal für Ihren Einsatz da und die Details. Wir haben da ein Problem in der Ost-West-Richtung, was sich dann massiv auf die Pünktlichkeit auswirkt. Positiv an der ganzen Sache ist, dass wenige Transporte ausgefallen sind. Der Kunde bekommt die Menge, die er für seine Produktion benötigt und muss nicht an die Notreserve ran. Das ist positiv. Das hat sich auch im Vergleich zu Anfang des Jahres deutlich in die richtige Richtung entwickelt. Dennoch möchte ich, dass wir da nochmal auf die Pünktlichkeit schauen. Und dazu noch Fragen? Keine. Dann schauen wir mal auf die Tageslage. Baustoffe? Haben wir nur ein Problem, das ist der in Weinheim stehende. Durch die Weihung in Karlsruhe wird sich das erstmal ein bisschen verzögern. Wir haben jetzt aber grünes Licht bekommen, diesen Zug weiterzufahren. Jetzt müssen wir noch Personal finden, aber das steht auch an. Okay. Unsere Transporte nach UK? UK, die sind vor der Zeit, ja, die sind also pünktlich, auch Eastbound und Westbound, beide vor der Zeit. National läuft auch alles planmäßig, ja, also da sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja. Wunderbar. Frau Kalle. Sorry, Montags wohl noch wichtig ist, der Zug, der in Tschechien steht. Ne? Genau, der in Tschechien steht, das Problem ist dort, ja, wir haben Lokführer und alles, ja, nur das Problem, die haben eine Baustelle, Großbaustelle noch in Tschechien und deshalb kommen sie nicht drüber. Gut. Alles klar. Montan 1. Montan 1. Ich habe ein 45,986 von gestern in Oberhausen stehen. Gut. Linz läuft? Ja, außer der Zug, jetzt, den ich gerade erwähnt habe. Okay. Salzgitter auch? Ja. Und Dillingen? Ja. Läuft. Das heißt, wir haben da heute noch was zu erwarten, oder wie? Nein, also wir schieben gerade so ein bisschen vor uns hin. Okay, alles klar. Dann machen wir weiter. Herzlichen Dank. Ja. Wir wollen die Arbeit der Mitarbeiter hier an Kennzahlen sichtbar machen, ja, um daraus dann ableiten zu können, sind Maßnahmen erforderlich, die der Mitarbeiter in seiner täglichen Arbeit beachten muss und ein Stück weit auch den Mitarbeiter mit seiner Leistung und mit der Leistung von DB Cargo zu identifizieren. Die Leistung von DB Cargo. Wenn 7 von 10 Zügen pünktlich sind, gilt das als Erfolg, sichtbar durchs Performance-Board. Wir können dann sehen, wo wir stehen, was unsere Ziele sind, wie wir noch abweichen, was wir noch machen können, wo wir an der Stellschraube noch ein bisschen drehen können, ja. Wenn es möglich ist. Ja. Zu oft ist nicht alles möglich, was für reibungslosen Ablauf nötig wäre. Man möchte schon gerne den Tisch glatt haben, wenn man alles übergibt, aber es ist halt nicht möglich. Wie stehen die Chancen heute? Also, dass der Zug heute fährt, eigentlich unwahrscheinlich. Damit wird er Recht behalten. Ende der 12-Stunden-Schicht. Petersens Problemzug kommt ins Übergabeprotokoll für die Nachtschicht. Für mich ist es persönlich eine gute Schicht, wenn man wirklich so 5, 6 Problemfälle hatte und die auch wirklich lösen konnte, ne? Aber in der Realität kann man nicht immer alles lösen. Es ist nun mal, wir wissen, wie es halt nun mal ist heutzutage. Fachkräftemangel hast du überall, auch bei der Bahn. Gut. Schönen Feiern wünsche ich dir. Danke dir. Dir auch noch. Eine ruhige Geschichte. Bis morgen. Ne? Bis morgen, mach's gut. Gut möglich, dass der holländische Kohlezug morgen wieder auf Christoph Petersens Liste steht. Es mangelt an allen Ecken und Enden. Schlechte Voraussetzungen für Frachtverlagerung von der Straße auf die Schiene. In ihrem jetzigen Zustand taugt die Bahn nicht, den Verkehr zu entlasten, Nerven zu schonen, das Klima zu retten.